Wir sind immer noch auf der Und Suche. Alter, wie weit sind wir schon gelaufen? Wie viele Kilometer sind das? Auf kein Bild hier. Ich bin oben, Chris. Ich bin oben. Okay, wir sind jetzt bei 4400 und 12.000. Jungs, wie viele Blöcke sind das denn von uns? Viele. Der Bahnhof 11.000. ist. Ja. Wie viel? 11.000. Seid ihr denn? Entschuldigung! Junge, wir haben es geschafft nach 12.000 Metern. Ich hab doch gesagt, das ist neben dem Schneebium. Jetzt nicht sterben, jetzt nicht sterben. Hier geht's weit runter. MLG! Hier geht's weit runter, damit wir wieder auf der anderen Seite weit hoch können. Chris, lass mich noch einen Dschungeltempel suchen. Ich hab ja schon, gar nicht viel gesucht, das ist. Und wir müssen dringend, diesen einen dieser Bäume fällen. Wir brauchen diese Setzlinge. Ja, ich hab Kakaobohnen. Ich hab Kakaobohnen, sie sind wunderschön. Okay, dann können wir wieder zurück. Habt ihr echt jetzt? Einen Kakaobohnen haben. Also war der Punkt richtig? Welcher Punkt? Den ich euch gegeben habe. Jetzt hast du schon wieder die Aufnahme versaut, du Wichser! Ja, Mensch, mach ich gerne. Ja, der Punkt hat geholfen. Ja, wir haben die Koordinaten von Michi bekommen. Ja, wir wussten, dass hier Dschungel ist. Aber erst nachdem wir 8000 Blöcke überwunden hatten, dann. Ja, es ist alles Wahnsinn. Und ihr habt gecheatet. So. Gecheatet. Das ist Wahnsinn. Komm schon, ich brauche einen Setzling. Was seid ihr denn für ein Hacker, Setzling. Juhu, ich hab einen Setzling. Hacker, Hacker, Hacker. So, alles weißt du was? Ich heck mich gleich nach Hause und teleporte mich. Ja.
Ich will das wirklich tun. Ah, Melonen! Hab ich schon. Melonen, weißt du, verstehst du, verstehst mich? Du verstehst mich. Christa hat niemand versteht dich. Doch. Es geht um Melonen. Ich verstehe. Nee, um Kaktus. Es geht um den Kaktus. Kannst du dir mal erklären, ich verstehe wirklich nicht. Kaktus, Kaktus, Kaktus. Hast du Kakao? Ja, ne? Was? Kakao hast du doch schon. Ich hab 6 Kakaobohnen. Was ist denn mit dem Kakao? Oder? Daumen. Daumen. Alter, wie das aussieht mit dem Baum. Ich hab schon einen Zeppling, ne? Falls du einen suchst. Ach ne, wir brauchen ja 4 davon, ne? Für so einen großen Baum. Oh. Stimmt, da war ja was. Warum ich gerade für so einen Truppenbaum hoch, ey? Ihr seid nur noch gerade runtergegangen, oder? Laut Minimap. Laut Minimap. Joa, ne? Run by run. Ah, noch mal ein Dorf gefunden? Nicht Dörfer, also. Nicht nur, nicht nur eins. Nicht nur eins. Verstehe, bei der Entfernung, ja. Ja, du weißt jetzt, was wir alles noch vernetzen müssen. Ja, wahrscheinlich, ne? Ja. Also du. Stimmt, wir haben gefunden, wir können jetzt die Koordinaten geben, du baust. Habe ich schon gesagt, dass ich den Bahnhof sprengen wollte? Ich muss nach Hause! Haltet ihn auf! Stefan, kannst du mir ein bisschen TNT liefern? Nein, das Warum? Ist doch mein Bahnhof. Nee, das ist eigentlich das Projekt von Mario. Ja, ich habe das ganze Redstone gemacht, hallo? Du bist nur so ein Subunternehmer. Was? Schütze ihn mit deinem Leben. Ich jetzt nur ein Subunternehmer? Also mich habe ich da eigentlich schon mal gesagt, dass ich dein Haus sprengen will. Welches Haus? Deine ganzen Inseln. Das ist kein Haus. Rede mal lieber vom Grundriss des Hauses. Oh Gott. Oh, Run by Run ist auch eine geile Idee. Hey, ich habe schon 2 Truppenbaumsetzlinge. Ich habe auch 2, also wir können großen Dschungelbaum pflanzen. Nein. Juhu! Wenn einer von uns drauf geht, zurück. Hab ich einen Baum. Au. Ist. Ja. Bevor ich Angst habe. Was denn? Der Rückweg. Ja, schon vor der atomaren Vernichtung. Der Rückweg ist so weit. Ich hab 5 Truppenbaumsetzlinge. Also hier ist dann gleich extra ein Mod, damit ich den Bahnhof richtig geil sprengen kann, ne? Was kommt hier eigentlich in die Mitte vom Bahnhof, vom Marktplatz hin? Ein Brunnen. Da soll Brunnen hin. Okay. Aber ich hätte auch noch eine Idee. Vielleicht könnten wir ja hier bis Weihnachten einen Weihnachtsbaum hinbauen. Aber doch nicht auf dem Brunnenplatz, sondern irgendwo daneben. Der Brunnen kommt dann danach dahin, aber das wäre eigentlich ein schöner Platz für einen Weihnachtsbaum. Nee, ich würde da den Brunnen hin tun, ja. Ah, der Weihnachtsbaum, der könnte irgendwo so, weiß nicht, zentral im Bahnhof hin, oder? Nee, passt Im nicht. Bahnhof? Passt nicht. Ist keine Fläche dafür. So ein hängender vielleicht. Ein hängender Weihnachtsbaum, was? So einer auf dem Kopf, meinst du? Ja, so ein hängender, zentral, wirklich. Okay, das finde ich wiederum lustig. Nee. Aber dann ist darunter halt auch alles. Dann eher auf dem Brunnen. Auf dem Brunnen? Ja, also eher ist. Bis jetzt ist das ja echt noch kein Problem. Ja, bis jetzt ist Mario, machst du das echt schon vom Rückweg gemacht? Nee, noch nicht. Du? Ich hab 12 Kakaobohnen, 6 Truppenbaumsitzungen, das reicht, ne? Okay. Wo ist denn das Weg zu Hause? Da. Okay. Ich komme zu dir. Bist du noch oben auf dem Baum oder bist du unten? Ah, da. Unten. Zum Bahnhof sind sie nur 11.146 Meter. Ja, auf geht's! Nein, ich würde echt mal sagen, das nehme ich jetzt nicht auf. Nein, bis später. Juhu! Und ja. Mario ist disconnected. wo ich gerade hier bin, ich will mich auch nochmal bei Michi jetzt hier in der Aufnahme bedanken. Vielen Dank, Michi. Bitte.
Also nicht Michi, sondern du. Weil Gründe. Nein, Spaß. Wir sind einfach ganz, ganz... Ich hab so einen Jumpcut quasi so. Wir sind ganz, ganz viel gelaufen. 11.000 Meter. War es 11.000 oder war es 12.000? So. Yourself to dance. Come on. Da fangt ihr schon eine geile Band. Was ist mit dir? Das ist geil. 5, 6, 7, 8, 9, ich weiß. Sorry, tut mir leid. Daft Punk ist eine geile Band. 1, 2, 3. Safe Dance! Jetzt sehe ich ja gar nicht mehr hier die. Das, was der mich hier gebaut haben wollte. Vom Marktplatz. Die Version war das. So. Okay, dann lässt sich was machen. Ja. Ich raste gleich aus. Ja, alles klar. Dann hat die Zimmerzeit schon da. Ach Gott, wir haben 6:30. Ich glaube, wir haben um. Wann haben wir angefangen? Weiß nicht. Ich auch nicht. Ich hab die Kontrolle verloren. Über dein Leben, ja, das glaube ich. 1, 2. Dann auch mein Leben. Übrigens, die Schaltung im Bahnhof macht gute Fortschritte. Das immer ist schön zu hören. Echt, ist fertig? Ich hab gesagt, mach gute Fortschritte, Michi. Papa, das heißt fertig. Du baust schon eine zweite? Für den nächsten für den Bahnhof im Dschungel. Ihr könnt mich mal alle. Du hast alles fertig und optimierst jetzt sogar noch. Perfekt. Wisst ihr was? Oh, mach das einfach alleine fertig. Jetzt weißt du wenigstens, wie es ist. Aber, ja, Stefan, weiter so. Noch 2 Nachtschichten hintereinander und dann bist du fertig. Perfekt. Dann hast du ja auch schon. Hast du dir auch im Dschungel. Die Situation, Michi. Also, ich sag dir, im Dschungel geht auch noch was. Ey, Chris, weißt du was? Ja? Ich glaube, wir sind sogar schneller im Dschungel, als Stefan fertig ist. Da habt ihr vermutlich recht. Will ich es testen? Nein. Klar willst du das testen. Schnauze. Bitte was? Bitte wer? Bei dies. Bitte wo? Bitte wes? Bitte warum? Lose yourself to dance. Michi? Ja. Ich hab hier ein kleines Problem mit dem Marktplatz. Und das wäre? Es ist doch kein Problem, wenn die Dächer quasi direkt aneinander sind, oder? Von den ganzen Blumen. Wäre schlecht. Nee, es sollte wenigstens 2-3 Blöcke auseinander liegen. Da ist ja, sogar 4. Das funktioniert nicht. Boah. Nein, gibt keine extra Wünsche für dich. Doch. Es gibt keine Probleme, es gibt nur Lösungen. Sonst mach halt den größer. Den Markt. Das wäre zu den kannst du doch noch aufwendig. Ein bisschen in die Tiefe gehen. Also, ich alles wieder abreißen. Lose yourself to dance! Au. So. Das ätzend. Ätzend! Eins. Wer ist ätzend? Mario? Ja, das stimmt. Ne, Mario. Ätzend! Hin und dahin und auf der Seite. Mario, wie viel hast du schon aufgenommen? Jetzt willst du es wirklich wissen? Ja. Yeah. Ich weiß es nicht. Ich verstehe, dass ich auch seit längerer Zeit nicht mehr so viel hochgeladen habe. Ne? Folgen. Ja. Ich habe ehrlich gesagt seit Oktober habe ich nichts mehr hochgeladen. Und wir haben jetzt Dezember. In der Aufnahme. Wir haben Dezember, woher weißt du also das ich denn? In der Aufnahme ist es Dezember. Und die Folge kommt so viel, online so im Mai, Juni, ne? Ich habe keine Ahnung, aber ich habe mega viel hochgeladen für Dings. Ja, wisst schon. Nee, Forest? Für deinen Bruder? Für deinen Bruder Forest, auch, genau. Forest. Ja, für Forest seinen Kanal. Für seinen Bruder ja, seinen Kanal. Für ja. Forest. Für den aber Kanal warte mal, Forest. Er wollte doch heute auch online kommen, hast du gesagt. Ja.
Ist dein Bruder ein Lügner? Boah, ey, der abonniert sofort seinen Bruder. Der ist ein Lügner. Der hat noch nicht mal einen Kanal, aber okay. Doch, ja, und wenn er einen Kanal... Was hat er? Ja. Der abonniert den sofort, weil der ist voll der Lügner. Ich sag da nicht zu. Doch, da sagst du jetzt was zu. Ab jetzt. Mario, mach jetzt. Do it. Do it now. Nico, falls du das hörst, voll ehrenlos, ne? Mario, wenn du das hörst, du bist ein Verräter. Genau, ey. Jetzt die Familie über Seabox. Geht doch nicht. Und Marios Meinung dazu? Der schlimmste Bruder, den es je gegeben hat. Hat er nicht gesagt? Hat er gesagt. Hat er nicht gesagt? Hat er gesagt. Hat er nicht? Hat er. Hat er nicht? So hast du es auf Aufnahme. Pussimov. Du hast es doch aufgenommen, oder? Was? Hast du gerade aufgenommen oder nicht? Was? Dein Geständnis. Was? Vergiss es. Irish bad bitch fell in love with an Englishman. Galway girl. Mario. Was? Nimmst du auf? Ja. Das ist schlecht. Warum? Keine Ahnung. Ich nehme auf. Was? Ich nehme auf. Das ist schlecht. Warum? Weiß ich nicht. Weil Hure. Ich muss gleich mal gucken, dass ich hier noch so einen Dingsbaum hab. So, wie heißt der Baum nochmal? Tropenbaum? Nein, hier so Apfelbaum. Im Winterbiom hier. Tannen, diese Tannen. Habt ihr deine Caches mitgebracht? Nein. Ah, müssen wir nochmal gehen, tut mir leid. Ja, warte mal, wie wär's, wenn du einfach gehst? Mario? Wie war das nochmal mit Spieler teleportieren an Koordinaten? Warte mal, haben wir den Dschungel eigentlich markiert? Ja, ich schon. Ich hab leider keine Rechte, tut mir sehr, sehr leid. Ja. Ja, ich frage mich aber, wieso Mario sich dahin teleportieren konnte. Was? Hm? Ich hab doch das nicht aufgenommen. Ich hab das nicht aufgenommen, wie du uns teleportiert hast. Au. Ich hab euch noch nicht mehr teleportiert. Doch, du hast uns teleportiert. Ich war nicht online zu dem Treffer. Doch, warst du. Michi, leidest du schon wieder unter Demenz? Nein, ich weiß es. Er weiß es ja, unter Demenz leidet. Ja, das weiß ich auch. Nein, Mario, wie viele du hattest gemeint, du bekommst wie viele Stände dahin? Ich hätte jetzt hier auf dem Eck, was wir haben, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, 10 Stände würde ich hier schon hinbekommen. Also es sollten schon 12 sein. Dann halt 12. Kriegst du hin? Ja. Gut. Ich muss mal langsam mal gucken, wie ich es mit der Wolle mache. Das, die weiße Wolle wird langsam eng. Alter, was sind das für Geräusche? Entschuldigung. Nein, das meine ich nicht. Ich hab Blähungen. Ja, ist auch sonst immer, also von daher. Ne? Ja, das stimmt doch gar nicht. Das ist ein kleiner Stand. Doch, bei dir gibt's doch jeden Mittag Bohnen, oder nicht? Bohnen, lecker. Super, jetzt ist er wieder in seiner Bohnenwelt gefangen. Ich habe aber super. Heute echt Bohnen gegessen. Also war Rumpsteak mit so Kartoffeln, so Bratkartoffeln und dazu noch so Bohnen und Speck. Pfefferrahmsoße. Prinzessbohnen? Keine Ahnung, das war nicht Bohnen und Speck. War lecker. Ey, ja, Prinzessbohnen, Bohnen und Mantel von Speck. Nee, sowas war es nicht. Nein, es war einfach nur dazu so eine kleine Bohnen-Specksoße. Chris? Mit Pfefferrahmsoße meine ich. Pfeffer und so noch Bohnenspeck, ja. Hast du weiße Wolle? Ja, ein bisschen. Kann ich mir so... Das ist ziemlich frech von dir, dass du einfach so annimmst. Ich würde dir auch was von abgeben. Wollen wir zurück in den Dschungel?
Bring dich um. Ich brauche weiße Wolle. Ja, hol dir was ab. So, whatever it takes. Sag mal, wo kann ich hier eigentlich runtergraben, ohne dass ich auf irgendwas stoße? Also irgendwo da unten ist so eine Gemeinschaftsmine. Ansonsten habe ich unter dem Bahnhof nichts gebaut. Nur auf einer Gleisseite war es ja die Rettungsschaltung für das Signal. Gemeinschaftsmine, das sagt mir gar nichts. Das habe ich hier gerade eine Nachricht bekommen, nur ich kann ja nicht raus wegen der Aufnahme. Und ich habe noch eine Nachricht bekommen. Egal. Handy würde gehen, aber der ist... Ach ne, das war Schnee. Ich wollte schon mit Schnee bauen. Der Markt schmilzt. Nein. Was macht ihr da gerade eigentlich? Was? Was ihr da gerade macht? Nix. Ich wollte nur gerade ein bisschen hier weiße Wolle holen aus meinem Lager, wenn ich noch welche hätte. Und hätte beinahe den Schnee verwendet. Ah, ja. Auch weiß es. Verstehst du? Chris, ich bin auf dem Weg. Okay. Diese Stille. Lightning and Thunder. So. Chris, ich bin da. Bin für dich. Im Lager hast du es, ne? Nein. Nein, hab ich nicht. Es ist bei den Schafen. So Steine Minecraft. Hauptsache Wolle. Andere Wolle. Ganz andere Wolle. Ja, warum ist das schon unterscheiden? Ganz andere Wolle. Alter, was hast du für eine Schafsfabrik hier unten? Ja, wir dürfen nicht entkommen. In letzter Zeit sind mir echt zu viele Tiere da entkommen. Alter, ich habe nichts gesehen, ich habe auch nichts aufgezeichnet. Es gibt keinen Tierschutz. Michi! Hallo Michi! Ach super, hier ist eine Hexe. Hexe. Hier ist eine Hexe. Macht Hex und verhext dich. Cool, dass Flüsternachrichten in der Aufnahme angezeigt werden. Ich weiß! Wann? Flüster auch mal mir was zu, Michi. Flüster, flüster. Ich hab einfach gerade bemerkt, ich hab ja vor ein paar Minuten gesagt, so. Stimmt gar nicht. Doch, das stimmt gerade. Ich habe einfach so gesagt, so, schön, dass ich keine Nachrichten lesen kann, wenn das außerhalb des Bildschirms ist. Ja, aber ich kann ja auf WhatsApp, aber nach WhatsApp würde gehen. Dabei ist das Internet aus. So. Internet hast du aus? Warum hast du Internet aus? Keine Ahnung, das Handy seit heute Morgen noch nicht benutzt. Oh, Umut hat mir geschrieben. Ja? Oh, Umut. Du kennst Umut. Ist er nicht mutig? Der ist krass mutig. Lass mich raten, der will Puppke spielen. Mario? Moment. Er hat Puppke spielen! Ja, er wollte Puppke spielen mit uns, das haben wir am Wochenende versprochen. Du hast es ihm versprochen. Ich kann mich an nichts erinnern.
Aber das Wochenende ist immer noch, wir haben immer noch Wochenende, wir können ja gleich Tausch Pupke durch Minecraft mit ihm aus. Eigentlich eine gute Idee. Stimmt. Er hatte schon mal den guten Namen dafür. Powerming? Powerming. Passt irgendwie, finde ich, zu Minecraft. So. Ich muss ja ganz kurz noch ins Haus rennen, es ist wieder dunkel. Bin gleich zu Hause, also in dem Obdachlosenheim. Ja, spielt der Minecraft, ne? Er? Der Umut? Ja. Keine Ahnung. Aber ich will nicht noch ein Spiel haben, wo ich die gleiche Zimmer muss. Hm, er muss ja durch Alex schon, weil Alex jetzt nicht mehr bei Clemens war. Ich muss mal kurz die Aufnahme beenden. Bis später. Okay. Ist das eine Pistole? Ja, die gibt's am Cockpit. Ich pisse auf die Gegner. Mario, kannst du dich mal bitte da runterlegen? Mario, sag einfach ja oder nein. Ja. So, das. Du Hurensohn! So, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt. Ja, Tanzverbot ist am Start. Zaubern. Ja. Die Achterbahn, die geht so ab. Die Stänze mit der Gänse. Oh mein Gott!